Ja, dann war das Zimmer. Ich habe mein Bad im Zimmer drin. Ja, durch so eine Tür begrenzt. Waschbecken, Klo, Duschkabine. Ein Handtuch hängt da schon, weil ich war schon hier auf Toilette. Ein Fernseher. Ja, da steht eine Limo-Dose, die ich gleich noch trinken werde. Die Karte vom Hotel, eine Maske, Maskenpflicht natürlich. Ja. Dänemark jetzt nicht so sehr, aber trotzdem im Flugzeug. Da liegt mein Hut. Das Bett. Hier habe ich schon mein Zeug hingelegt. Es hat noch ein Etikett vom Flughafen. Ja, hier liegt schon mein Buch. Tribute von Panemix. Werde ich nachts mal lesen. Hier muss ich mich auch noch ein bisschen ausräumen. Koffer und. Ja, ich werde aus dem Koffer nehmen. Also so viel ausräumen wird er nicht. Aber den Rucksack werde ich noch ausräumen. Das Bett noch unbewohnt, unbeschlafen und ein wunderhübscher Ausblick, wie ich finde, aus dem Fenster. Was rausguckt hier, irgendwie ein bisschen, ist das ein Innenhof? Sieht nicht so aus. Ja, nicht schlecht. Habe schon schlechtere Ausblicke aus dem Fenster gehabt. Ihr wisst, was jetzt ansteht. Obligatorischer Bettentest. Nur ganz sachte fallen lassen, nichts kaputt zu machen. Und weich und sehr gut. Kann man dann schlafen. Hier sind doch noch Nachtlichter, die müssen noch irgendwie angehen. Hier irgendwo, ja. Ah, sehr gut. Das dann genauso. Machen wir wieder aus. Ja, einchecken und ankommen und haben wir am Abend noch hübsch in der Gaststätte gegessen. Sonntag war da nicht mehr viel. Am Montag ging es dann los, da haben wir dann eine große Tour durch Kopenhagen gemacht und haben uns erstmal eine kleine, haben wir ein bisschen Routing gemacht, haben so ein bisschen geguckt, die Route abgelaufen, haben wir so ein bisschen geguckt. Was gibt es so zu sehen? Wo können wir hingehen? Einmal quer durch Kopenhagen gelatscht. Mal geguckt, was können wir so die Woche machen. Da waren wir hier schon in der berühmt-berüchtigten Hafengasse dort. Die schönen bunten Häuser haben wir schon am Sonntag sehen dürfen. Joa. Am Dienstag ging es dann mit der Kopenhagener Metro, was ja auch ganz spannend war. Wow, ja ganz, ich hab einige Sachen ja schon auf Instagram gezeigt, auf meinem Instagram-Account. Wer da noch nicht folgt, dringend mal machen. Da habe ich ja jeden Tag so die Highlights gepostet. Ihr seht jetzt hier in diesem Video ein paar mehr Videos, ein paar mehr Bilder, die ich auf Instagram noch nicht gezeigt habe. Ja, die Metro in Kopenhagen fährt ja ganz von selbst, das, was ich ganz faszinierend fand. Es ist großartig, das habe ich so noch nicht gesehen. Ohne Fahrer, U-Bahn ohne Fahrer. Ich weiß nicht, gibt es das schon in Deutschland? Ich fahre nicht so viel mit der U-Bahn, aber ich habe das noch nicht gesehen. Ja, da waren wir im Museum am Dienstag, das Kunstmuseum Kopenhagen. Ganz viel Kunst, hübsche Bilder. Aus alten Zeiten und neueren Zeiten. Ja, auch ganz lustige Fotos. Wie ein Bild von komischen Käuzen, die so auf Schlittschuhen laufen und so weiter. Das finde ich ganz faszinierend. Ja. Modernere Kunst, ja, hauptsächlich ältere Kunst. Kunst aus mehreren Zeitepochen.
Kunst. Kunst. Das ist Kunst und kann nicht weg. Und das Kaffee. Das war ein sehr schönes Kaffee an dem Tag. Das war so ein ziemlich, ja, halt keine große Kette, keine, das war so ein bisschen, es hat so ein Einzelbesitzer, der das so für sich ganz allein, so ein älterer Mann, der sich das für sich ganz allein betreibt. Im Lego Store war ich auch ein paar Mal, Lego Store Kopenhagen, bin ja ein großer Lego Fan, da habe ich auch im Kopenhagen, der Lego Store ein paar Mal vorbeigeschaut.
Wir sind jetzt zurück in Nyhavn und ich hoffe sehr, Ihnen hat die Tour gefallen. Vergessen Sie bitte nichts an Bord. Haben Sie ansonsten noch einen sehr schönen Tag. We are back in Nyhavn now and I hope you've enjoyed the trip. Please don't forget anything. Lecker essen, lecker Kaffee trinken. Dann fahren wir durch noch. Ja, da waren wir hier im Guinness World Record Museum. Dann gibt es verschiedene hier Rekorde, Rekords im Weitsprung. Labyrinth. Das größte Heckenlabyrinth der Welt. Star Wars, ja, die Film. Star Wars und Harry Potter, die Filmrekorde. Längste Straße und schwerster Güterzug. Ein paar Tierrekorde. Das größte Känguru, 3,1 Meter. Ja, auch in der Natur gibt es einige Rekorde. Hier das fetteste Schwein, das längste. Ja, ein Hase mit sehr langen Löffeln. Und das war ja sehr, das war sehr beeindruckend. Ein Mann, der, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Ein Mann, der sich nur von Eisen und von Metall und so weiter ernährt, der Flugzeuge ist und der da gerade auf dem Bild eine Radkappe, der sich da gerade einen Reifen verspeist, hat sich, und dann auf den Bildern hat sich jemand eine Nadel in den Kopf gesteckt, eine mit Gummibändern. Ja, Leute machen verrückte Sachen. Man war am Donnerstag, und ich mich ganz täuscht, in diesem Schloss drin, in dem Rosenschloss, wenn ich da nicht komplett falsch liege. Leider militärisches Gebiet, durchs Haupttor kam man nicht durch. Aber durch den Seiteneingang zum Museum haben die Königsgemälde gesehen, wie die Könige von Dänemark damals gehaust haben. Im Schloss, im Palast. Draußen von den Toren des Schlosses die Soldaten, ein wunderhübscher Garten, und dann sind wir noch auf den Turm geklettert, auch an einer Kapelle dran, an einer Kathedrale dran, ohne Stufen, also einfach so, das ist auch faszinierend, da kann man fast im Auto, also das ist so, angeblich, habe ich gehört, ist auch wieder eine Sache, habe ich irgendwo gelesen,
ist auch mein König mit der Kutsche gefahren. Seine kannst auch, das ist auch hoch genug, da kannst du auch mit dem Auto lang. Und hier Ausschau von oben auf Kopenhagen. Vom Turm aus. Auch nicht schlecht. Ja, mal von allen Seiten so. Immer rum. Und ein kleines Observatorium gab es im Turm. Mit dem Fernrohr zu den Sternen gucken. Draußen wurde demonstriert in der Innenstadt. Hier am Tag, da waren wir ja am Tag für hier Sachen Hiroshima. Es war Donnerstag oder Freitag, ich weiß es gar nicht mehr. Ich würde sagen Donnerstag. Da war ja. Ne, welcher war es hier? Der 6.8. sagt zumindest meine Kamera. Im Kriegsmuseum waren wir am Freitag. Da haben wir ältere Kanonen aus dem Mittelalter gesehen, modernere Waffen. Da gab es noch dieses wunderschöne Camp, nachgebaut von einem Soldaten, dänischen Soldaten, so ein Einsatzcamp. Das fand ich ganz besonders. Und wie es dort in Afghanistan aussieht, wenn man Afghanistan Einsatz, wie so ein Soldatencamp dort aussieht, zum Nacherleben.
Ja, und oben im oberen Geschoss, da haben wir Marine, ein bisschen was von der Marine, Schiffe, Schiffskrieg, Fahrt, damals und heute. Ausrüstung und Ausstattung der Soldaten, verschiedenen Soldaten, auch aus anderen Armeen, nicht nur aus der dänischen. Die Russen gibt es ja auch. Ja, auch die deutsche Wehrmacht vertreten. Ja, auch das gehört zum geschichtlichen Museum mit dazu, dass solche Waffen und solche, ja, kommt auch mit in ein Kriegsmuseum rein. Das ist die Geschichte. Deutschland hat ja nach Dänemark auch, also in der Geschichte, Deutschland hat Dänemark einige Male angegriffen. Nicht nur im Zweiten Weltkrieg. Eine Wand voller Helme und Brustplatten. Hier war durch das Parlament, das ist, glaube ich, wenn ich mich nicht komplett irre, das Parlament von Dänemark. Von außen. Hier das Kaffee, da haben wir mal Mittag gegessen. War nicht so lecker. Hier gibt es Batman in dem Souvenirshop. Batman fotografiert. Ein Maskottchen. Gibt es Batman-Enten. Genau von der Art wie meines. Ja, Promi Big Brother habe ich auch geguckt. Ab Freitag lief dann Promi Big Brother im Fernsehen und da habe ich dann. Okay, dann haben wir da eine Prognose. Wieder Knossi. Mir anverwandte junge Menschen sind ausgerastet, als sie gehört haben, dass du in der Show bist. Kann ich dich jetzt schon verpflichten, dass du in der nächsten Staffel dabei bist? Einfach ja sagen. Ich überleg's mir. Sehr gut. Vielen Dank. Und im Tivoli waren wir am Samstag. Ja, der Freizeitpark in Kopenhagen, im Zentrum von Kopenhagen. Ja, in den Veranstaltungen, ja, in den Karussellen und Achterbahnen habe ich nichts mitgemacht. Da habe ich mich nicht so getraut, da war ich dann, ja. Ich habe das genossen von fern, also was ich sagen wollte, ich habe da nicht mitgemacht. Ich habe mir die Idioten angeguckt, die sich dann in der Achterbahn gesetzt haben und sich das gegeben haben. Ich habe mich am Leid der anderen ergötzt. Thank you.
Das ist eigentlich also das dritte seit die Live-Sendung begonnen hat. Das ist das dritte Bier und da vorne diesen. Wir haben eine ganze Flasche schon dran. Ja, komm. Ja, aber. Du Meister, das sagst du genau. Ich brauchte das aber, weil ich war noch in der Aufwachphase. Champagner mit Wassereis. Bewohner, sieht euch jetzt aus. Ganz. Bewohner, hört auf, um zu laufen. Ja. Ist das so ein bisschen nach Toskana oder aber auch? Ich wollte auch sagen, wir müssen da ein bisschen Wumms reinbringen, habe ich so den Eindruck. Es wird auch gleich hart für unsere Bewohner. Sie müssen nämlich als Prinzen durch diese Klettbecke hier durch. Ja, mich brauchst du gar nicht angucken. Ich war da eben schon drin. Ich hatte noch nicht mal einen Klettanzug an und man verheddert sich da so. Also ich möchte da nicht nochmal rein. Geadelt wird dieses schöne Spiel aber von unserem dünnen Röschen Ginger Costello Wollersheim. Was für ein Gewinn für diese Show. So, letzter Abend, spät noch im Hotel. Ja, morgen ist schon Abfahrt. Jetzt werde ich ja auch gleich mal, ich komme gerade frisch aus der Dusche. Ich bin ja auch schon so ein bisschen in Schlotterklamotten, ein bisschen was Schlafklamotten angezogen. Gut. Ich habe mir gerade mal am Laptop, wollte gerade PC sagen, am Laptop mal ein bisschen bequem gemacht. Die letzten Tage war es jetzt, so um genau zu sein, Donnerstag, Freitag und Samstag, war es jetzt ziemlich heiß, auch in Kopenhagen und in Dänemark. Ich habe gehört, in Deutschland soll es ziemlich heiß gewesen sein, also noch heißer als hier in Dänemark. Zum Glück bin ich für den Urlaub nach Dänemark, also nach Norden geflogen. Da bin ich so ein bisschen der schlimmsten Hitze aus Deutschland entflohen. Ja. Morgen geht's wieder zurück, am Sonntag geht's wieder zurück nach Deutschland. Da, ja. Nächste Woche soll es auch wieder heiß sein. Ja, vom kalten Norden wieder nach Süden. Na, sehr schön. In der heißen Woche wieder zurück nach Deutschland. Ja gut, aber Anfang der Woche, also bis Donnerstag war es doch relativ angenehm. Also das war ja sehr angenehmes, sonniges, doch, also nicht kühl, aber angenehm warmes Wetter. Angenehmes Sommerwetter. Und jetzt, ja, bin ich fast schon ein bisschen traurig, da wieder in die Hitze nächste Woche nach Deutschland zurückzufliegen. Ja. So. Koffer gepackt. Alles zusammengeräumt. Thank you.